Ja, hallo zusammen. Oh, ist das ein Sauwetter draußen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Heute ist also quasi der Sonntag nach Weihnachten. Und ich hoffe, dass ihr alle ein angenehmes und super Weihnachtsfest hattet. Und ja, die Leute reich beschenken konntet und auch selber entsprechend beschenkt worden seid und wunschlos glücklich seid. Ja? Und habt die Zeit so ein bisschen genossen. Und ja, was soll ich sagen? Erstmal vielen, vielen Dank, dass der Store so positiv angenommen wurde. Und ich hätte damit nicht gerechnet. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte damit jetzt so in der Form nicht gerechnet. Es hat natürlich nicht gepasst. Das hatte ich ja schon in dem Video gesagt, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass keiner bestellt oder dass zu viele Leute bestellen. Und genau das ist passiert. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wer jetzt wie viel bestellt hat, aber es ist über den Lagerbestand hinausgegangen. Das ist einfach so. Ich habe mir gedacht, komm, die Menge machst du. Das sind so die Leute, die immer kommentieren. Vielleicht haben die ja auch Bock da drauf und so, ne. Aber ich glaube, die erste Bestellung, ich hatte das Video um 0 Uhr rausgehauen. Die erste Bestellung kam um 17 Minuten nach 12, mitten in der Nacht. Ich dachte eigentlich, das wäre so zur Frühstückszeit irgendwie so angedacht. Aber nein, ne. Und dann kam um 0.23 Uhr, um 1 Uhr, um 1.15 Uhr und so weiter. Ich denke, was macht ihr denn mitten in der Nacht? Ne? Und das macht er nur dann Regeding, Regeding, Regeding. Ich kriege also die Bestellung jedes Mal aufs Handy. Super, vielen, vielen Dank. Die Tassen haben nicht gereicht. Ja? Also auch da haben mehrere Leute gleich mehrere Tassen bestellt. Also nicht nur eine, finde ich natürlich auch sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Und es wird noch eine weitere Edition geben, aber die machen wir natürlich erst später. Ich kann euch nur sagen, ich bin ritzeputzeblank. Ich habe dann noch Verpackungen organisiert. Die sind sogar am 24. sogar noch gekommen. Ja, weil ich mir dachte, ah, was ist, wenn die das in Kombination bestellen? Und was ich auch nicht gedacht hätte, war, dass der Radschaumbeutel so gut ging. Das ist natürlich auch so eine kleine Sache. Und ich möchte natürlich auch mich bei dem bedanken. Ich hatte ja so einen Running Gag gemacht mit den Zertifikaten, wo dann einer sagte, hey, wenn du mich unterstützt, finde ich das super, weil wir werden die Kohle safen. Also, es geht nur darum, neue Sachen für den Shop zu bekommen. Es geht nicht darum, meine Freizeitaktivitäten oder sonstige Sachen damit zu finanzieren, sondern das wird immer reinvestiert. Jetzt müsst ihr euch natürlich auch so vorstellen, dass an so einer Tasse nicht wahnsinnig viel hängen bleibt, ja, und an so einem Radschaumbeutel auch nicht. Das heißt, wenn du die Zeit dahinter rechnest und wenn du also eine Zeitkostenplanung dahinter machst, dann sieht das ganz, ganz finster aus. Aber darum geht es auch überhaupt nicht. Es ging mir darum, funktioniert der Shop vielleicht auch, wenn mehrere Bestellungen auf einmal reinkommen? Wie ist das vom Workflow her? Ja, wir hatten mehrere Testbestellungen aufgegeben und ja, es hat wunderbar geklappt. Ich habe gesehen, viele haben sich auch angemeldet in dem Shop, wo ich mir gedacht habe, das wollen vielleicht auch nur viele als Gast bestellen, was auch ein paar gemacht haben, aber viele haben dann auch wirklich ein Kundenkonto angelegt und ich gesagt, okay, finde ich super, dass sie das so gemacht haben. Also, es sind alle Sachen, ich habe also Sonntag, am zweiten Weihnachtsfeiertag, habe ich angefangen, die Sachen zu verpacken, die ich verpacken konnte. Und die gehen auch morgen, also sprich jetzt quasi Montag, gehen die auf Reise. Ich bin ratzeputzeblank, was das anbelangt. Ich habe dann nochmal Tassen nachbestellt. Ja, also die sind jetzt in der Bestellung und die wurden mir für den 5. Januar zugesagt. Ja, genauso wie die Beutel, die muss ich dann noch bedrucken, weil wie gesagt, das ist Handarbeit. Auch bei den T-Shirts. T-Shirts hätte ich nicht mit gerechnet. Ich fand das T-Shirt, dieses Aubergine-T-Shirt eigentlich viel, viel schöner. So, ne? Aber ihr habt euch mehr für das Blaue entschieden. Ist auch egal, ne? Weil Blau ist, glaube ich, auch eine recht coole Farbe. Und es hat noch jemand geschrieben, ja, wenn du T-Shirts verkaufen willst, brauchst du auch M. Ja, wir haben aber erstmal gesagt, wir wollen mit den wahrscheinlich besten Größen anfangen. Wir werden natürlich dann auch M anbieten, wenn ihr da Bock drauf habt. Ne? Wenn also einer sagt, hey, pass auf, meine Größe ist nicht dabei, ja, dann lassen wir uns was einfallen. Also, ich habe die Lieferzeit von 7 auf 14 Tage hochgesetzt. Das muss ich schon aus rein rechtlichen Gründen, weil bis zum 5. dauert es jetzt noch. Ich habe alle Lieferungen soweit vorgepackt, voretikettiert, dass wenn die Ware kommt, ich die dann auch spätestens am 6. auf Reise schicken kann, wenn die Sachen am Montag, den 5. kommen. Ja? Also es ist alles vorbereitet, die Bude sieht zu Hause aus, irgendwie voller Kartons. Ja, also Verpackungsmaterial haben wir noch, aber wie gesagt, wir haben keine Ware mehr. Und sorry, wie willst du sowas abschätzen? Ja, wie willst du sowas abschätzen? Das war eine Sache, die für mich unmöglich war. Wenn jetzt jemand sagt, hör mal zu, ist zwar toll, aber ich habe da gar keinen Bock drauf,
Dann soll er mir eine E-Mail schreiben, dann storniere ich ihm die Sache, ist überhaupt kein Problem, weil wir haben bei dem Shop auch Wert darauf gelegt, dass das in beide Richtungen relativ einfach zu handeln ist. Aber was noch ist, ihr bekommt in der Regel eine Bestätigungsmail von dem Shop, ne? Das wird also automatisch generiert und da kriege ich immer so Sachen wie Mailbox ist voll. Ja, also achtet auch ein bisschen darauf, auch wenn ihr vielleicht eine fiktive E-Mail-Adresse angibt und eure Ware vielleicht nicht unbedingt angeben wollt. Ich habe auch mehrere E-Mail-Adressen, bei den einen E-Mail-Adressen laufen die ganzen Bestellungen und das andere ist dann privat. Ja, das kann ich nachvollziehen, dass ihr mehrere E-Mail-Adressen habt, aber sorgt bitte dafür, dass ihr dann auch E-Mails empfangen könnt und nicht wie jetzt da bei jemandem oder bei mehreren, wo dann die Anzeige kam, ja, konnte nicht zugestellt werden, Postfach ist voll. Des Weiteren, auch ganz wichtig, ich kann eine Lieferung, ja, obwohl er jetzt im Ranking ziemlich weit oben ist, kann ich nicht verschicken, weil derjenige in seinem wahrscheinlich PayPal oder wo auch immer keine Hausnummer angegeben hat. Ja, denjenigen habe ich aber angeschrieben und gesagt, hey, deine Lieferung liegt hier, die würde ich ganz gern morgen auf Reise schicken. Ich brauche bitte deine Hausnummer. Ja, hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet, aber auch da muss man dann sagen, okay, bitte prüft nochmal eure Daten, weil sonst können die Sachen natürlich auch nicht korrekt zugestellt werden und dann haben wir schon gleich bei der ersten Lieferung irgendwelche Komplikationen. Ne? Also E-Mail, Postfach checken und wirklich nochmal die Sache mit der Adresse, dass das wirklich sauber ist und hinterlegt ist, dass ihr das bitte nochmal prüft. Ja, wir wollen natürlich auch in dieser Hinrichtung weitermachen. Es kam so Anmerkungen, hey, was ist denn eigentlich mit deiner Basecap, ne, die ich immer aufhabe, also nicht die, sondern die schwarz-rote, wo ich auch gesagt habe, okay, die würde ich vielleicht einfach auch unbedruckt, dass ihr die so kaufen könnt oder so, also dass da jetzt nicht ganz groß Kargraf draufsteht, müssen wir mal gucken, wenn ihr da Bock drauf habt, dann würde ich die einpflegen. Und dann könnt ihr die auch haben. Ne? Da wurde ich sehr häufig nachgefragt in den Videos, hey, wo gibt es die Basecap? Es kam gestern oder vorgestern, ich weiß nicht mal ganz genau, noch eine Mail dazu. Und das können wir jetzt theoretisch alles machen. Ja, was ich sehr, sehr cool fand, war das mit den Zertifikaten auch da. Ne? Ich hoffe, das hat funktioniert. Ja, wir haben es ausprobiert. Ja, wir haben es wirklich ausprobiert. Und bei uns hat das wunderbar geklappt. Nur ich möchte mir natürlich jetzt auch das Feedback einholen, hat das bei euch geklappt? Ja, das ist noch das ist ganz gut. Bei allen müsste es noch fehlen, weil die Bestellung eben nicht vollständig ist. Die geht erst auf Reise, deswegen hat er das Zertifikat also da auch noch nicht bekommen. Ist natürlich ein Running Gag, aber ich dachte mir, Mensch, komm, es sind so viele Leute, die schreiben, hey, wie kann ich hier was Gutes tun und so. Und ich bin ja dann auch immer so ein bisschen der Zurückgebe-Typ. Hier haben wir jetzt schon wieder neue Sachen drin, die ich alle mal gekauft habe, die wir noch machen müssen, die wir noch einbauen müssen. Ich denke mal, das werden wir alles so zwischen Weihnachten und Neujahr so machen. Aber ihr seht momentan, es ist so am Regen draußen. Ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist. Es ist stürmisch, alles fliegt hier durch die Gegend. Unglaublich. Aber für mich ist natürlich wichtig, dass ich erstmal am Montagmorgen ganz früh aufstehen werde, weil ich habe nämlich noch frei und werde natürlich für euch die Bestellungen abgeben und die Ware, die nachbestellt ist, da habe ich bei dem einen bekommen, ist in Produktion und bei dem anderen wird sie gerade bearbeitet. Das heißt, diese Zeit müsst ihr mir leider noch geben, weil ich habe nicht sonderlich viel davon gemacht. Ja, ich habe glaube ich 22 Tassen. Ich habe selber, ja, ich habe extra 22 genommen, weil ich gesagt habe, ich würde noch ganz eine haben und ein Bekannter wollte von mir noch einmal. Habe ich gesagt, pass auf, du kriegst die Tasse nicht, ich kriege auch die Tasse nicht, weil, ja. Die Leute haben die Sachen bestellt. Ja, also ich habe selbst meine eigene Tasse abgegeben. Ich habe keine mehr, die ist aber unbenutzt. Die habe ich nur hier fürs Video einmal ausgepackt gehabt. Jede Tasse wurde geprüft vorher, ob sie heile ist. Jede Tasse wurde auch geschaut, ob da nichts irgendwie ist, dass man sagen kann, okay, die erste sieht ganz gut aus und die zweite ist irgendwie, naja, nicht mehr so toll. Sie sind alle aus der gleichen Charge produziert worden und ich konnte da keine Fehler in irgendeiner Art und Weise feststellen und ich habe jede Tasse einzeln gesehen, bevor ich sie eingepackt habe. Wenn jetzt trotzdem, weil der liebe DHL-Mann oder wer auch immer, ja, eigentlich kann es nur der DHL-Mann sein oder vielleicht derjenige, der das Paket für euch annimmt, damit natürlich irgendwas macht, dann schickt mir einfach eine Info, dann werde ich natürlich entsprechenden Ersatz rausschicken. Gar keine Frage, das soll auch total einfach und unproblematisch sein. Nur ihr werdet sehen, das ist schon alles sehr, sehr aufwendig verpackt. Und das, was mir wichtig war, ich möchte das nicht
in alten Amazon-Kartons mit altem Geschenkpapier versenden, sondern ich weiß ja nicht, was du damit machen willst. Ne? Was ich auch eine ganz coole Sache fand, es hat einer geschrieben, dass er diesen roten Radschraubenbeutel, gerade wenn er irgendwas transportiert, was länger ist als einen Meter, ja, hinten rausguckt, aus dem Kofferraum quasi, dass er den da dranhängen kann. Ich meine, ja, stimmt, eigentlich stimmt das. Ne? Du musst das ja kennzeichnen, dass wenn alles das, was hinten raus einen Meter länger ist und aus dem Fahrzeug rausschaut, hey, bin ich gar nicht drauf gekommen, könnt ihr dazu auch verwenden. Ne? Es ist ein reiner Baumwollbeutel und der ist auch weg, glaube ich. Die neuen kommen auch erst Anfang des Jahres und dann müssen wir sie bedrucken und dann geht es entsprechend weiter. Deswegen, erstmal noch krass, dass ihr das so angenommen habt und wir haben natürlich jetzt geguckt, wie lässt sich jetzt dieser Versand- und Organisationsprozess möglichst schlank machen, ja, und wir wollen natürlich auch wenig Müll haben und wir wollen natürlich auch eine halbwegs Umweltfreundlichkeit da noch mit einbringen, ja, also möglichst wenig Plastik, ja, also mehr so in Pappe und Papier, einfach auch aufgrund der Entsorgung. Und mir ist sowas dann einfach auch wichtig und was ich auch gut fand, ist bezogen die T-Shirts. Die T-Shirts müssen wir noch machen, die T-Shirts sind alle weg. Ich habe zwei gehabt, ja, eigentlich hatte ich drei, aber das eine hatte ich ja jetzt an für das Bild und da habe ich mir gedacht, nein, du kannst keinem T-Shirt schicken, was du schon angehabt hast. Das hätte ich jetzt auch waschen können, aber ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Der möchte ein frisches, ungetragenes T-Shirt mit einem vernünftigen Aufdruck bekommen. Ja? Und deswegen hängen wir da noch ein bisschen hinterher, das heißt, wenn du ein T-Shirt bestellt hast, wird deine Lieferung auch in der ersten KW irgendwann im neuen Jahr kommen. Sollte sich jemand sagen, hey, passiert da nichts mehr, was ist denn da jetzt los? Ja, weil ich habe noch ein paar Videos, die kommen jetzt auch, die habe ich aber vorproduziert. Da wird also auch nichts von dem Shop in irgendeiner Art und Weise erwähnt. Die Videos sind älter, ich wollte das unbedingt in diesem Jahr noch fertig haben. Und ich wollte es natürlich auch korrekt fertig haben. Und vielleicht da nochmal zum Thema, wir sind fast 300 Punkte durchgegangen, die wichtig waren, die einem vielleicht auch so gar nicht gesagt werden, wenn man sowas machen möchte. Und das war mir wichtig, dass wir da auch durchgehen und sauber machen. Ja, und das sauber durchziehen, um das mal so zu formulieren. Das ist für den einen oder anderen vielleicht, warum macht er sich da so ein Theater? Aber ich möchte, dass das professionell und gut ist. Ja, ich möchte nicht einfach irgendetwas machen. Ne? So, und da gibt es eben Unterschiede. Vielleicht machen wir da auch nochmal ein separates Video zu. Ja, ich werde mich jetzt noch nicht für 2020 bei euch bedanken. Ich bedanke mich ja regelmäßig bei euch und finde euren Support echt krass. Aber ich werde noch ein Video machen und dann werden wir mal das 2020 so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir so alle gemacht haben, was wir vielleicht auch machen werden. Ja, weil da ist noch eine Sache dabei, wie gesagt, ich plane gerade das Jahr 2021 und ich nehme mir immer 4-5 Sachen vor, von denen funktionieren dann vielleicht 3, ja, die anderen haben wir ausprobiert, die funktionieren dann nicht, aber es ist ja auch wichtig, was funktioniert denn irgendwie nicht, ja, was ist vielleicht auch irgendwie, interessiert die Community nicht oder da haben die nichts von und so weiter und so fort. Aber trotzdem, ich hätte es nicht gedacht, so bin ich jetzt auch überrascht worden und das machte irgendwie den ganzen Heiligabend, wo ich wirklich gedacht habe, ey, was ist denn da los? Regeding, ne? Der hat sich registriert, der hat eine Bestellung abgegeben und deswegen echt krass. Ohne Scheiß, echt krass. Und Ziel ist es auf jeden Fall die Produkte, die wir haben, auch versandfertig vorliegen zu haben. Wir müssen jetzt natürlich einmal gucken, okay, wie ist der wirkliche Bestand, was brauchen wir wirklich, können wir jeden Tag wirklich versenden, wie organisieren wir das und so. Ne? Also, dass man jetzt so wirklich ins Doing kommt, weil ich habe schon den Anspruch, dass diese Sachen natürlich dann auch schnell zu euch kommen und vor allen Dingen, dass ihr dann auch später damit zufrieden seid. Denn ich sag mal, ihr kennt mich, ich habe dann auch keine Lust, irgendwas in den Kommentaren stehen zu haben. Die Tasse hat eine scheiß Qualität, das T-Shirt ist kacke. Ne? Das sind alles Dinge, das möchte ich nicht. Dafür sind wir schon zu nah. Ja? Und da ist es natürlich auch wichtig, dass man da, ja, wie gesagt, dass man das vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen anders macht.
Und selbst bei dem T-Shirt hatte ich gesagt, ich nehme ein hochwertigeres T-Shirt, weil ich genau natürlich diese Sachen, habe ich jetzt einmal angehabt und gefällt mir nicht und dann löst sich der Aufdruck und was weiß ich nicht alles. Das sind alles Dinge, die ich nicht möchte, sondern ich möchte, dass du damit zufrieden bist, beziehungsweise ich weiß ja noch nicht mal, ob du was damit machst, denn es gibt ja auch Leute, die sammeln sowas. Ne? Also von dem T-Shirt, von dem blauen T-Shirt hätte ich auch irgendwie nicht erwartet, dass da so viele Sachen gingen und es ging eigenartigerweise nur XL. L hätte ich jetzt noch zwei Stück da liegen gehabt, ne? Aber ist auch egal, ne? Aber irgendwie musst du anfangen und du musst dann lernen. Deswegen vielen, vielen Dank. Und ja, ich werde jetzt morgen früh, wie gesagt, die ersten Pakete wegbringen und die restlichen Pakete sind in Mache. Sollte in der ersten Januarwoche, ja, irgendetwas sein, wo ich dann sage, hey, ich kriege diese Bestellung aus irgendwelchen Gründen nicht hin, weil, keine Ahnung, der DPD-Fahrer, der mir die Sachen liefert, die T-Shirts sind irgendwie alle weg oder weiß der Kuckuck was, ist irgendetwas passiert, schreibe ich euch und dann kriegen wir das auch irgendwo gestemmt. Nur es ist natürlich jetzt die ungünstigste Zeit, um Ware nachzubestellen, weil natürlich viele Firmen, die nun mal auch die Rohmaterialien dafür liefern, zwischen Weihnachten und Neujahr zu haben. Ne? Also vielleicht war es nicht so der beste Zeitpunkt, diesen Shop zu veröffentlichen, aber ich wollte das gerne sauber vom Zettel haben, dass ich 2021 mich sicherlich auch darum kümmern kann und kümmern werde, dass das Ganze natürlich dann auch entsprechend verbessert wird, bessere Artikel kommen, mehr Artikel kommen und so weiter und so fort. Immer alles so Dinge, die wir natürlich dann auch hier brauchen, beziehungsweise dann auch hier anwenden. Aber das muss natürlich auch erstmal rollen. Das muss natürlich erst einmal rollen und das ist so wie das erste Video. Das fällt einem dann auch alles ein bisschen schwer. Auch manchmal fällt einem auch das 150. oder 200. Video schwer. Aber du musst das irgendwo ins Laufen kriegen. Jetzt weiß ich, dass 90% der Leute schon mit Vorkasse bezahlt haben. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, es reicht nicht, um sich mit der Kohle abzusetzen. Das wäre schön, ja, aber es reicht nicht. Aber wir haben also auch sehr viele Sachen schon in Vorleistung getreten. Aber das machen wir alles mal separat, damit ihr vielleicht, wenn ihr das vielleicht auch branchenfremd machen wollt, wenn ihr sagt, okay, ich möchte ganz gern auch einen Online-Shop machen, wie soll man das jetzt machen oder wie kann man das machen oder wie hast du es gemacht? Da sind wir am Überlegen, ob wir die Fragen, die ich alle hatte, und das waren ohne Ende Fragen, die für mich auch als Nutzer, ja, als nur auf der Käuferseite wichtig sind, wie kann ich die beantworten? Und das war zum Beispiel die Wahl des Shops. Ja, da hängen natürlich Kosten, Funktionen, Updates, Aktualisierung im Ganzen, Zuverlässigkeit, spielt natürlich alles eine Rolle. Und warum habe ich mich dann praktisch so entschieden und nicht so? Das ist aber vielleicht nicht für jeden interessant, deswegen werden wir das mal vielleicht so ein bisschen auslagern. Trotzdem, vielen, vielen Dank für euren Support. Und eine Zusammenfassung von 2020 werden wir bestimmt auch noch machen. Nur im Moment, ihr hört es die ganze Zeit, es regnet ohne Ende. Und es ist wirklich echt kein, es ist kein Wetter. Es ist überhaupt nicht. Ich glaube, der Kompressor kommt wieder. So, jetzt ist er ausgegangen. So, deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, wie gesagt, wenn irgendwas sein sollte, einfach kontaktieren. Und ja, theoretisch war es das jetzt auch erstmal in diesem Video. Jetzt müssen die Sachen erstmal zu euch ankommen. Checkt nochmal eure Daten, ob das wirklich alles soweit in Ordnung ist. Nicht, dass irgendwie wir jetzt schon anfangen, den Paketen hinterher zu rennen. Und ich weiß nicht, wie viel DHL zu tun hat. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht am Montag schon die ersten Weihnachtsretouren losgehen. Aber die Jungs haben natürlich bis vor Weihnachten auch Vollgas gegeben. Und ich bin mal gespannt, wann die Ware euch erreicht. Und vielleicht kriegt man Feedback dazu und spricht nochmal darüber. Okay, wir haben jetzt Sonntag. Normalerweise ist also für morgen, ne, also sprich, ich werde das Video jetzt gleich noch raushauen, machen wir einen schönen Livestream, denn das Wetter wird so bleiben. Ein paar Teile habe ich schon bestellt. Die Videos kommen dann wieder so nach und nach. Und wie gesagt, es kommen noch zwei alte Videos haben, glaube ich. Die kommen noch, bevor ich diesen Store eröffnet habe. Nur ich musste so ein bisschen die Prioritäten verschieben, weil ich auch ganz gerne, ja, da das so vom Kopf her einfach frei haben muss. Ja. Deswegen nochmals Dankeschön.
Wir sehen uns kurz um. Wenn du Bock hast, morgen oder montags 19.30 Uhr eine Runde quatschen über Gott und die Welt, meistens über Autos, Themen und Dinge, die sich auch wiederholen. Beteilige dich dran, dann wird es natürlich noch viel besser und die Themen noch viel bunter. Und es ist immer ganz lustig und ganz entspannt, so montagsabends dann nochmal so eine Runde zu quatschen. Ich denke mal, das werden wir auch in 2021 aufrechterhalten, außer ihr sagt, nee, eigentlich ist das uncool. So, wir müssen mal gucken, wie wir das Ganze machen. Ich sehe ja die Zuschauerzahlen nicht. Ich habe das für mich immer ganz ausgeblendet, weil ich mich natürlich auch auf euch fokussieren möchte. Und ihr könnt das Programm natürlich aktiv mitgestalten über Fragen, über Dinge. Und ja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank und danke, dass du dir auch dieses Video anschaust und ja, die nächsten Videos kommen und in 2021 müssen wir mal schauen. Also mir spuken genug Dinge im Kopf rum, die wir alle mal ausprobieren und das Coole wird sein, dass wir, wie gesagt, alles das, was durch den Store generiert wird, fließt auch wieder zurück. Ja, auch das, was ihr meinetwegen über Umwegen in den Livestreams geht und so, das dient nicht dazu, privat irgendwie High Capello und gleichbekleidete Mädchen oder so. Nein, sondern es fließt einfach alles in die Sachen wieder zurück. Die Sachen, die ich euch zeige, sind daraus teilweise finanziert und ja, das ist also das. Das Geld bleibt also quasi in Anführungsstrichen hier in der Nutzung. Wir haben natürlich auch ein paar Sachen für einen guten Zweck gemacht, aber das würde ich ganz gern dann so ein bisschen vertagen. Dass vielleicht kriege ich es noch hin, dass wir so eine Jahreszusammenfassung machen über die Dinge. Und vielleicht ist es euch interessiert, für die Leute, die vielleicht auch frisch hinzugekommen sind, nochmal die Möglichkeit haben, sich ein paar alte Videos anzuschauen. Aber das machen wir separat. Deswegen vielen Dank. Genießt die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Der Trott kommt sehr schnell wieder und bleibt gesund. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.